Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Lügenbüßer-Runde. Bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen gut reingekommen. Ich hatte einen echt ganz schönen Abend, obwohl ich tatsächlich nicht so viel auf Silvester gebe. Schönen Abend habe ich trotzdem. Genau, jetzt freue ich mich auf 2017 und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was das Jahr bringt. Vielleicht wird es ganz geil, wer weiß. Genau, und jetzt zum eigentlichen Grund dieses Lückenbüßer-Videos. Die Panasonic GH5 wurde vorgestellt. Wie super ist denn das? Also, im letzten Jahr hat Panasonic das Ding auf der Fotokina schon mal so ein bisschen angeteasert. Ja, war dann schon so, oh Mensch, hoffentlich. Und oh, ich hätte ja so Bock. Naja, jetzt ist gerade oder war gerade die CES in Amerika und da haben sie die volle technische Spezifikation rausgehauen. Was kann das Gerät? Was wird es mit Software-Updates, die dann jetzt schon geplant sind, wann sie kommen werden? Was kommt dann an Funktionen noch dazu und so weiter? Ich will euch jetzt tatsächlich überhaupt nicht nerven und langweilen mit viel zu viel Informationen über was die alles kann und was die alles nicht kann. Tatsache ist, ich bin mir zu 99% sicher, dass diese Kamera den Weg in meine Tasche finden wird. Ich liebe meine GH4, das ist übrigens das Ding, das mich hier jetzt gerade filmt. Die werde ich auch weiter behalten, weil zwei Kameras zu haben, die aus dem gleichen Hause stammen, ist gar nicht so eine richtig blöde Idee. Genau, und sobald ich die GH5 dann in meinen Flossen habe, gibt es auch so ein paar Vergleichsvideos. GH4, GH5, vielleicht nicht ein paar, vielleicht einfach eins und das dann ein bisschen länger. Mal gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Habe ich auch noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Das Teil wird erst ab März ausgeliefert. Ich gehe davon aus, dass ich meine dann vielleicht so im April oder vielleicht Anfang Mai habe. Genau, und dann, für die, die es interessiert, mache ich dann mal so ein paar Vergleichsvideos. Mir ist durchaus bewusst, dass das zu dem Zeitpunkt, da ich die Kamera in Händen halten werde, schon einige andere Kanäle gezeigt haben werden. Kriegen die einfach ein bisschen eher als ich auch, ne? Aber es gibt jetzt schon irre viel zu gucken über die Kamera. Ihr müsst mal einfach, googelt doch einfach mal Panasonic GH5. Da kommt irre viel bei raus. Es gibt auch schon tolle Filme, die mit dem Ding gedreht wurden. Cooles Teil. Kann ich hier ja mal so ein bisschen aufschreiben, was die, was so meine Hauptgründe sind, warum ich das Teil cool finde. Und genau, dann freut euch mit mir zusammen auf die GH5. Wem die zu teuer ist übrigens, die wird ein bisschen teurer als die GH4 damals bei Markteinführung, der kann auch nach wie vor die GH4 kaufen. Das Ding kostet dann nicht mehr ganz so viel, kriegst du auch schon echt gut gebraucht. Und ich kann sie wärmstens empfehlen, es ist eine geile, geile kleine Kamera. So, ich glaube, damit hätte ich es. Jetzt habe ich ganz schön viel. Das klang so ein bisschen, ich bin ein kleiner Fanboy, glaube ich. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es tatsächlich mal wieder ein Fusion Mini. Aufgrund der Tatsache, dass ich nämlich von mehreren Leuten die gleiche Frage gefragt wurde. Die hatten alle ein bisschen Probleme mit Formatwandlung und so Codecs und so. Und Fusion hat nicht alles aufgemacht, was sie reingeschmissen haben. Und das gucken wir uns nächste Woche einmal an. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.